Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Manic Mansion Mania Staffel 1 Episode 10. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, ich bin absolut nicht mehr weitergekommen und habe deswegen mal nachgeschaut, wie es weitergeht. Und es geht weiter, wer hätte es gedacht, mit einem Gespräch. Wir müssen mit Edna sprechen, aber das Gespräch ist ein bisschen versteckt, deswegen habe ich es auch nirgends gefunden. So, lasst uns mal kurz reingehen. Ich glaube, in dem Zimmer war es. Ja, genau. Jetzt müssen wir nämlich mit ihr reden. Das habe ich ja probiert gehabt. Und wie fühlst du dich? Was wird es denn? Und du siehst wirklich nicht schwanger aus. Ja. Das sind genau die Gespräche, die wir die ganze Zeit hatten. Und deswegen ist es mir nicht aufgefallen, dass es hier wirklich was Neues gibt. Weil die neuen Gesprächsoptionen verbergen sich nämlich unter einer anderen Dialogzeile. Wir müssen nämlich erstmal sagen, du siehst wirklich nicht schwanger aus. Das hatten wir schon gemacht. Und diese Gesprächsoptionen sind nämlich neu. Beim letzten Mal, als wir das nämlich genommen haben, war es da jetzt vorbei. Wenn ich mich recht erinnere. Ich habe das Gefühl, du gaukelst uns das alles nur vor. Du bist ein Witzbold. Trägst du ein Korsett? Hast deiner Mama wohl mal wieder beim Umziehen zugeschaut? Braver Junge. Du hast viele schöne Sachen zum Anziehen, stimmt's, Mom? Eine Frau legt Wert auf ihr Äußeres. Eines Tages wirst auch du daran Gefallen finden. Ja, Mama, eines Tages. Es wird ein schwerer Schlag für mich werden, Ed. Aber eine Mutter muss eines Tages auch mal loslassen. Ja, Mom. Mom, Mist, ich hab's verhindert. Du warst damals schon immerhin schon 7 Jahre alt und ein großer Junge. Mom! Ja, mein kleiner Salzknabe. Kannst du mir irgendetwas Schönes von dir leihen? Was genau willst du denn? Ich brauche etwas, damit sich andere für meinen Körper interessieren. Hohoho, ich verstehe. Mein kleiner Bengel ist erwachsen geworden. Mama wird dir helfen. Hier, mein Kleiner, das dürfte dir gefallen. Danke, Mom. Zum Schnüffeln ist es optimal. Ich gehe dann lieber. Okay, was haben wir denn da gekriegt? Ja, okay, das willst du wirklich ansehen? Das sind die Sachen, die ich mir von Mom geliehen habe. Hey, in den Klamotten ist etwas. Ein Briefumschlag. Na, da haben wir doch was. Okay, alles klar. Irgendetwas Körniges ist da drin. Den Umschlag könnte ich noch gebrauchen. Ja, den können wir jetzt auch mal öffnen. Ich glaube nicht, dass du das machst. Den Umschlag könnte ich noch gebrauchen. Ich sollte ihn nicht einfach so aufreißen. Aber das ist ja... Das haben wir ja auch schon eigentlich rausgekriegt gehabt mit dem Glas. Das ist ja ein altes Manic Mansion Rätsel. Man nehme das Glas, tue es in die Mikrowelle und tue den Briefumschlag in die Mikrowelle. Oh, wo haben wir unser Glas? Da haben wir unser Glas. Schließe Mikrowelle und benutze Mikrowelle. Satz mit X. So ein vermaledeier Zufall aber auch. Wer hätte gedacht, dass die in diesem Umschlag ausgerechnet Mais drin sein musste? Okay, wir haben Mais. Das riecht nach Mamas getragener Wäsche. Und wird wahrscheinlich auch danach schmecken. Ja, okay, das mit dem Ding hat jetzt nicht so richtig geklappt. Aber können wir dieses Teil in die, Ding reinfüllen? Wir haben doch diese Schale und da sagt er ja immer, etwas zu naschen oder sowas. Und wenn wir jetzt, Mais haben? Und rein damit. Man muss schon einen ziemlich seltsamen Geschmack haben, um dieses Popcorn zu mögen. Können wir das mitnehmen? Nee. Aber seltsamer Geschmack. Ihr erinnert euch an grünen Tentakel mit den Wachsfrüchten und so weiter. Vielleicht können wir da was machen. Wenn wir das Ding schon nicht mitnehmen können, für irgendwas muss es ja gut sein. Und grün wäre ja der Einzige, der daran Interesse haben könnte. Noch keine Ahnung für was, aber wir probieren es mal. So, also hoch mit grün reden.
Unten im Wohnzimmer steht eine Schale mit Popcorn. Frisches Popcorn? Nun, es ist ein wenig muffig, aber ich denke, es wird dir schmecken. Eigentlich mag ich alles. Viele Sachen sind essbar, weißt du? Mhm. Okay. Jetzt hätte ich zwei Ideen. Wir könnten runtergehen zu Grün oder dieses Funkgerät benutzen. Wisst ihr was? Ich mache hier mal ein Quick Save. Dann gehen wir kurz runter und schauen, was passiert. Und wenn da unten dann nichts sein sollte, können wir ja immer noch wieder laden. Da müssen wir den ganzen Weg nicht wieder zurückgehen. Probieren wir das mal einfach mal aus. Was passiert denn, wenn wir jetzt hier sind? Können wir mit Grün jetzt reden? Nee, das ist nur dasselbe Ding wieder. Aber hier passiert nicht wirklich was. Okay, dann lasst uns mal probieren. Mal sehen, wie das funktioniert. Wer hat denn das Radio angemacht? Nein, ich bin... Oh, du schon wieder. Schlechtes Gewissen. Tentakel, willst du etwa dieses Popcorn essen? Ich kämpfe. Einerseits habe ich Angst, dass sie jemand vor mir weg ist. Andererseits habe ich dieses seltsame Gefühl, Frauchen damit weh zu tun. Okay, das ist dasselbe. Solltest du nicht lieber für Ed etwas Leckeres zu essen kochen? Ich könnte mich nicht beherrschen. Und wenn du ihn in ein warmes Bad einlässt? Ed hat seit 2 Jahren nicht mehr gebadet. Stimmt. Okay. Und da geht mein Gewissen dahin. Dann probieren wir es mal mit den Nachrichten. Hier sind die Nachrichten. Oh, die Nachrichten. Michael Jackson empfängt Lilla Tentakel. Ist Lilla endlich im Gefängnis? Schweres Tankunglück in der Nordsee. Wo liegt die Nordsee? 20 Tonnen Schokoladen wurden ins Meer geschwemmt. Da möchte man glatt ein Tintenfisch sein. Okay, also Nachrichten. Probieren wir mal, USA den Krieg erklärt. Na, bei dem Präsidenten kein Wunder. Nordsee. Wo liegt Nordsee? Ein großes Tintenfischsterben setzte daraufhin ein. Ich mag Tintenfisch. Tentakel sind mit den Tintenfischen stark verwandt. Interessant. Auch sind die Wachsfruchtreserven in der Nordsee komplett vernichtet worden. Es gibt Wachsfruchtreserven in der Nordsee? Ja, gibt es. Interessant. Es sind die einzigen der Welt. Oh nein. Es wird demzufolge für die nächsten 20 Jahre keine Wachsfrüchte mehr geben. Schrei! Das war fies. Okay, irgendwas ist jetzt kaputt gegangen unten. Man hat was klären hören. Oder ist das die Vase oben drüber? Die auf dem Klavier steht? Glaub nicht. Das muss wohl schon eher unten sein, oder? Ja, das muss unten sein. Also, runter mit uns. Ah, ja. Zerbrochener Kronleuchter. Ich sehe schon eine nette Arbeit auf mich zukommen. Können wir die als Dekoration aufhängen? Autsch, au, autsch, au. Au, autsch, au, au. Okay, vielleicht brauchen wir da den Kleber dafür. Mit zerbrochenen Leuchter. Dann wollen wir mal. Ja, ich habe den Leuchter mit dem Werkzeug auch gleich aufgehängt. Auf dem Boden des Werkzeugkasten habe ich noch einen leeren Umschlag gefunden. Bei dieser Aktion habe ich den ganzen Klebstoff verbraucht.
Das Set ist hergerichtet. Es ist dekorativ genug, die Glühbirne wird eine romantische Beleuchtung schaffen. Ich habe aufregende Kleidung und ich habe Dads alte Kamera. Wir können anfangen. Oh je, mit den Kleidungen. Ach du Schande. Ich weiß ja nicht. Irgendwie juckt das. Vertrau mir, Ed, ich habe Ahnung von Film. Das wird ein Meisterwerk. Das Video ist großartig geworden. Ja, es hat Stil. Ich bin mir sicher, wir bekommen dafür einen Gremlin. So, wenn wir jetzt hier stehen, können wir dann das Fernseher wieder benutzen? Da kommt nichts Interessantes. Mit Grün reden? Nichts zu sagen. Umschlag mit Video. Das Video ist also schon im Umschlag drin. Der Umschlag ist an niemanden adressiert, er ist nicht frankiert. Okay, aber wir haben doch jetzt noch das hier. Dann, ich schreibe die Adresse von Single TV drauf. Und die Briefmarke. Sie passt perfekt. In den Umschlag ist das Video. So, dann lass uns mal das Video losschicken. Bin ja mal gespannt, was dann passiert. Ich hätte ja fast gesagt, das wäre das Ende vom Spiel, aber wir haben ja irgendwie was gelesen gehabt, ganz am Anfang von Akt 1 von 2. Bald bin ich nicht mehr allein. Bald kommt meine Zeit. Jetzt bin ich aber fertig. Ich hau mich jetzt erst ein wenig aufs Ohr. Oh je, das kann ja was geben. Akt 2 von 2, das kalte Grab des Eddie E. Oh, okay. Mom, meine Schuhe bluten. Hihihihihihi. Rucki die Kuh, Blut ist im Schuh. Hihihihi. Ich glaube, Ed träumt, oder? Was für ein seltsamer Traum. Seltsam, aber irgendwie doch erregend. Wirklich? Okay. Und bist du tatsächlich in dieser Unterwäsche schlafen gegangen? Hm. Okay, was machen wir jetzt? Ich hätte gesagt, wir schauen vielleicht mal ins Fernsehen rein. Oder wir gehen raus und schauen, ob wir Post haben. Gehen wir vielleicht erstmal raus zur Post. Hm. Nö. Hm. Okay. Dann Fernseher schauen und wenn nicht, müssen wir uns mal umschauen, ob sich irgendwo irgendetwas verändert hat. Da kommt nichts Interessantes, okay. Hm. Also jetzt weiß ich im Moment noch nicht genau, was wir machen müssen. Wir haben das Ding abgeschickt, aber da ist nichts. Vielleicht im Labor unten? Hier ist nichts Neues. Da ist nichts Neues. Draußen war, glaube ich, nichts Neues. Küche könnten wir jetzt noch gehen. Lasst uns erstmal ins Labor gehen. Da könnte ich mir vorstellen, dass es da weitergeht. Wir können auf jeden Fall mal mit Dad reden. Mit Fred. Zeitschrift vergessen, Uhrzeitkrebse, irgendwas. Ja, nö, da gibt's definitiv. Beziehungsweise schauen wir lieber nochmal.
Nee, also da gibt's definitiv keine neuen Gesprächsoptionen. Also wieder zurück, gehen wir mal in die Küche rein. Und was war das für ein seltsamer Traum? Also, vielleicht sollte man auch mit Edna reden. Hier gibt's auch nichts Neues. Okay, also hier gibt's... Oh, was war das jetzt gerade? Ja, das muss irgendwie ein kleiner Bug gewesen sein. So, also hoch. Also da gab's nichts Neues auf diesem Stockwerk. Hier irgendwo was? Nö. Moment mal. Das ist neues Skalpell. Ja, wer hat wohl die Geburt stattgefunden? Die Geburt stattgefunden haben? Ja. Okay. Hey, das Zeug lebt einfach so einmal, bleibt einfach so an meiner Hand kleben. Ich hoffe, ich kriege ihn überhaupt aus meiner Tasche raus. Okay, dann ist die Geburt also schon, hat schon stattgefunden anscheinend. Vielleicht hätten wir gleich mit Edna reden sollen oben. Nichts Neues. Ja, wir hätten gleich hier oben bleiben sollen. Verdammt, ist das Ding hässlich. Es ist ein Edison. Vielleicht sollten wir es einfach im Garten verscharren. Mom, Dad, das Baby ist da? Es kam schneller als erwartet. Gestern hast du erst bemerkt, dass du schwanger bist. Ed, das Baby braucht seine Ruhe. Siehst du nicht, dass du störst, mein Sohn? Seit dieses Baby da ist, bin ich für meine Eltern nur noch ein Niemand. Irgendwie muss ich es schaffen, dass sie mir wieder ihre Aufmerksamkeit schenken. Ich brauche einen Plan. Einen bösen Plan, der hinterhältig ist und gemein. Ich brauche Unterstützung. Wo habe ich bloß mein schwarzes Buch gelassen? Schwarzes Buch? Also wir haben auf jeden Fall jetzt einen Plan. Beziehungsweise, ja. Können wir den Skalpell mit Mr. Pig? Also wir brauchen auf jeden Fall das schwarze Buch, aber... hat er vielleicht das schwarze Buch im Hamster? Ich bringe es einfach nicht fertig. Okay. War auch noch so eine Idee gewesen. Da gibt's nichts Neues. Hier gibt's nichts Neues. Er ist schon krass. Also die Edisons sind sehr, sehr verrückt. Gestern gemerkt, ich bin schwanger. Am nächsten Tag die Geburt. Können wir das mit dem Fleck? Für was brauchen wir klebrigen Schleim? Ja, da können wir eigentlich auch nicht wirklich was mitmachen. Das bringt wahrscheinlich auch nichts. Reden wir mal mit Grün. Gibt's da was Neues? Falls er überhaupt da ist. Ja, er ist da. Aber er hat nichts mehr zu sagen. Reden wir nochmal mit den Zweien. Ed, das Baby braucht seine Ruhe. Siehst du nicht, dass du störst, mein Sohn?
brauche Unterstützung, wir brauchen Unterstützung, wir brauchen ein schwarzes Buch. Ja, okay. Das werden wir dann in der nächsten Folge mal rangehen. Bis dahin, macht's gut und tschüss.